Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel von Websyn, zu einem neuen Instanzmarathon-Spiel. Und wir spielen heute Mu Online, Season 15 Part 1, apparently. Und tatsächlich eine kleine Besonderheit über Mu, das wusste ich tatsächlich nicht, bis ich es recherchiert habe. Mu Online ist eines der ältesten Free-to-Play-MMORPGs, die noch online sind. Mu Online, versteht ihr? Wortwitz. Nein, aber tatsächlich, Mu Online ist aus dem Jahr 2001. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß zwar nicht, ob die europäische Version auch schon so lange draußen ist, aber in Korea gibt es das Spiel seit 2001, seit 19, fast 20 Jahren. Das ist ganz schön heftig. Also die ältesten MMORPGs, die glaube ich noch gespielt werden, sind von 99 und ich glaube das allerälteste noch 97, aber ich meine, das ist schon krank. Also, das ist krank alt. Gut, ich würde sagen, Server wird eigentlich keine Rolle spielen, nehmen wir einfach hier einen. Ich habe mal geguckt, sind schon relativ, also hier ist einer voll, hier ist noch einer voll. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute auf einen Server passen, aber das ist schon, das zeugt von ganz schöner Aktivität. Wir gehen natürlich auf einen Non-PvP-Server. Gehen wir einfach mal auf den hier. So. Dann kommen wir auch schon in die Character Select. Es gibt einen Dark Wizard, einen Dark Knight und einen Elf. Kingdom of Wizards, Descendant of Arca. He is an inferior physical condition, but has an enormous power and can command attacking spells freely. Kingdom of Knights, Descendant of Laurentia. With a powerful strength and swordsmanship, he can handle most of the close range weapons. And Kingdom of Elves, Descendants of Noria. A master of arrows and bows and commands various spells. Ja, und ich würde sagen, spielen wir einen Ritter. Ja, spielen wir mal den Ritter, okay. Type more than four letter. Oh, lol. Spielesteiler. Oh, wow. Na dann, Chalas. Gibt's wahrscheinlich schon. Naja. Einfach random nochmal hinten dran, wie jeder klassische Charakter. Okay, vom Interface erinnert es mich sehr stark an C9. Ich denke nicht, dass die Spiele auch nur ansatzweise irgendwas gemeinsam haben, außer diese eine kleine Tatsache. Und dass sie beide sehr alt sind. Are you ready for Winter Wonderland? Head over to Mu Continent now and boost up with holiday events. Okay. So. Okay, warte mal, wie steuert man sie? Ah! Man läuft nicht mit WASD, sondern mit der Maus. Okay, das ist ein Command Window of D. Das ist schon eine ganze Menge. Gibt es hier gar kein Tutorial? Warp to Shadow Phantom Soldier. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass mir einfach reingeschmiert wird und gar nicht weiß, was abgeht. Und, wie öffnet man die Map? Gibt es hier keine Map? Oh Gott, okay, ich bin jetzt schon aufgeschmissen. Uff. Warp to Shadow Phantom Soldier. Requirements? Warp to Shadow Phantom. Go now. Oh, es gibt ein Auto-Quest-System. Muss ich aber sagen, I appreciate it a lot, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich keine Ahnung gehabt, was ich machen muss. Puh, aber dass man einfach reingeschmissen wird, ohne Introduction, ohne irgendwas? Ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Shadow Phantom Soldier. Welcome to the world of Mu. We have been waiting for a hero like you to arm. Oh nein, das ist A-R-R-I, Leute, ich dachte, das ist ein M. To arrive and put a stop to the chaos brought onto the Mu realm by Kundun. Receive damage and defense increase buff, accept quest. Spider Hunt. The Elder says spiders are spinning webs on the outer walls of the town and has asked us to take care of them. Although the request was made to the Shadow Phantom Guardians, I believe the job is suitable for travelers who are just starting out on their journey. Will you accept this quest? Sure.
Hunt down 10 spiders from around town and I'll give you a reward. Go now. Auto moving. Alright. Oben sind Koordinaten. Hier sind die verschiedenen Channel. Kann ich einfach einen Channel wechseln, wenn ich hier drauf... Okay, ich glaube, das war keine gute Idee. Doch, ich bin jetzt auf Channel 8. Ah, okay, man kann einfach den zwischen den Channels hin und her jumpen. Aber ich bin wieder in die Stadt geportet worden. Weiß nicht, woanders lag. Okay, wir haben hier unten Lebensanzeige, Mana, I guess. Dann das hier ist vielleicht Ausdauer. How am I fighting? Oh oh. Oh oh. Also einfach draufklicken, rechtsklick, linksklick, funktioniert nicht. Oh oh. Was sind denn das hier für Tasten? Was wir sind auf der 1? Gar nichts. Oh doch. Oh. Abgeschlachtet. Ist die 1 wirklich mein Angriff? Oh, ich hatte gerade ein Level up, kann das sein? Stirb! Stirb, du Wurm! Oh, ein Apple gedroppt. Apple obtained. Was macht denn ein Apple? Number of items won. Okay. Hier ist eine Chest. Throw this on the ground to obtain a pentagram. What the hell? What the hell? Oh, okay, erinnert mich an Kaba, ey. Okay. How to equip is the question. Okay, warte mal, bei dem Buch. Das Buch wurde mir angezeigt, ne, wo ich es reintun kann, genau. Wenn bei den anderen Sachen nichts angezeigt wird, kann ich es wahrscheinlich auch nicht ausrüsten. Nope. 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 Und nope. Okay. Ja, also mit Tutorial haben sie es ja auf jeden Fall nicht so in dem Game. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh. Was war das? Lol. Wie der geplatzt ist. Wenn wir jetzt automatisch auf der Kuh diesen Apfel liegen. Ah, wieso? Der macht ja nicht mal was. Move to NPC. Ich kann die Quest nicht mehr öffnen. Okay, also das ist der Skill, der hier unten liegt. Rapidly strike the target downward for weapon to deal damage. Okay. Ist das der S-Button, oder? Das hier ist S, glaube ich. Q-W-E-R-S. Jetzt habe ich den Apfel gegessen, okay. Kann ich es irgendwie switchen? Ne. Ja, weil ich den Skill ja auch gar nicht gelernt habe. Warum wird er da unten angezeigt? Puh. Also so ein ganz kleines bisschen Tutorial wäre schon nice. So muss man sich fühlen, wenn man das erste Mal Flife spielt. Spider-Hunt. You are stepping forward again as a true hero. Her-her-her-oh. Wo sehe ich eigentlich mein Level? Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Level 3. Gut, gefühlt war ich schon Level 5. Und ich habe... Ich habe Statpoints anscheinend. Ich kann hier was plus machen. 10 Statpoints habe ich. Und ich bin ja ein Krieger. Das heißt, wir machen 5 auf Stärke. Oder 6. 2 auf Agilität. Und 2 auf Stamina. Alright.
The White Wizard and his Orcs have invaded us. Oh boy. Gut, dann will ich nochmal schauen. Die hat hier so ein Receiver Damage and Defense Increase Buff. Ja, okay. Und wo, wie lange hält das? Okay. Quest complete. Click here for your reward. Mache ich, aber da passiert nichts. Nothing happened. Es funktioniert halt echt nicht. Ich klicke da drauf, es passiert einfach nichts. Why though? Kann die Kamera drehen, kann man nicht, ne? Ja. Okay. Das ist ein Laden. Warte mal. Wie gehe ich in den Laden rein? Uff. Oh. Sir. Show me that equipment. Sir. Na gut, dann nicht. Ich kann weder in den Laden noch sonst irgendwas. Na gut, okay. Läuft auf jeden Fall bestens, würde ich mal behaupten. Was ist das hier oben? Ich dachte schon, es gibt einen Autoplay-Button, wo du alles von alleine machst. Aber ich kann halt komischerweise auch wirklich gar nichts machen. Also ich kann halt auch nichts anklicken. Also entweder ist meine Maus gerade kaputt gegangen oder ich weiß es nicht. Aber offensichtlich ja nicht, weil ich kann ja noch laufen. Also ich kann halt überall hinklicken, aber nirgendwo wird mir irgendwas angezeigt oder es passiert auch nirgendwo was. Ich weiß nicht, ob das so abs... oder ob das wirklich so in Ordnung... also ob das so sein sollte. Weil offensichtlich Maus left click on a monster to attack it normal hits. Ja, das habe ich auch verstanden. Ich musste gar nicht eins drücken. Ja, mit dem kann ich quatschen. Wieso kann ich denn mit dem quatschen? Ich will doch mal ein paar Sachen hier öffnen. Ich will doch mal die Menüs und so öffnen. Ja. D war doch hier ein fettes Menü. Oh, da... ah, jetzt check ich's. Ah. Das D ist das Command Window, aber nicht allgemein, sondern für einen Spieler. Hier, warte mal. Du da. Whisper. Oder auch nicht. Okay, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht die simpelste Sache, die ich jemals gespielt habe. Definitiv nicht. Gut, dann quatschen wir nochmal mit der. Hat die nochmal eine Quest für uns? Nochmal Spider-Hand. The Elder Say Spiders are spinning webs. Oh, das. Aber die Quest habe ich doch schon gemacht. Oh mein Gott. No way. Instant repeat of a quest. Really? Du hast halt keine Ahnung, wo du hin. Ich weiß nicht mal, wie die Map aufgeht. M ist was ganz anderes. Select a either party or guild matching party. Oh, es gibt einen Party Finder. Oh mein Gott, ich droppe so viele Apple. Naja gut, wenn ich sie aufheben würde, wäre noch cool. Ey, ruhig, Brutus. Ich weiß nicht, was man da eingeben soll. Aber die meisten sind ja anscheinend eh gelockt. Aber es gibt 44 Partys. Von dem her... auf jeden Fall gut was los. Find Party Member. Uff, ja. Nur eine Small Axe gedroppt. Sieht genauso aus wie meine. It probably is die gleiche. Oh mein... ich kann zwei Waffen tragen. Let's go. Zerstörung gerade begonnen. Sehr, okay, wir machen jetzt mal die Quest noch fertig, dann haben wir vielleicht noch ein Level Up oder sehr wahrscheinlich. Und dann würde ich echt gerne noch ein bisschen mehr über das Spiel rausfinden. Oder einfach irgendwas machen, außer Spinnen zu töten.
Like, what the hell? Und der Typ sieht doch interessant aus. Wandering Merchant. Purchasing Price 9600. Ich habe 2000. Armor 20, Strength Available 82. Ah, okay, es gibt Beschränkungen. Okay. Na gut, das würde uns eh nichts bringen. Die Schatzkiste hier, kann ich die plündern? Na, schade. Schade. Wie viele Spinnen brauchen wir denn noch? Ah, wir sind schon fertig, ne, Moment. Ich weiß nicht, warum ich die Quests nicht mehr anklicken kann. Das hat doch am Anfang auch funktioniert. Ich konnte doch die Quests anklicken und dann Automove auswählen. Also J funktioniert nicht, Q funktioniert auch. Ja, Q ist ja auch der Grammary Case. If you exceed the max number of items you can carry in your inventory, items will be deleted starting from the first obtained item. Wow. List of private stores. Usen die Skills. Oh mein Gott. Official Moo Helper. Oh mein Gott, no way. Es gibt ein Autofight. Oh boy. Es gibt ein Autofight. Wartet mal. Das würde ich doch tatsächlich mal ganz gerne ausprobieren. Da müssen wir nur noch checken, wie er funktioniert. Oh, Moment, use regular attack. Aber warum funktioniert es nicht? Use regular attack, target concentrate, use skills closely. Ah, warte mal, vielleicht muss man hier den Haken rausmachen. Bei original position. Safe setting schon mal. Ernsthaft, hast du jetzt dafür ein Geräusch gemacht? Ne, ich hatte gerade Level up, Leute, ich würde schon sagen. Nee, funktioniert nicht. Nicht original position changen. Was auch immer. Also irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß nicht was. Also egal, auf jeden Fall gibt es ein Auto-Quest-System, wenn man dann mal rausgefunden hat, wie es funktioniert. Nicht Auto-Quest-System, Auto-Farm-System. Das ist schon mal eher ein Kontra für mich. Aber gut. Okay, ich habe noch nicht alle Tasten durchgehabt. T hatte ich noch nicht. Ah, T sind die Quests, yeah. Lol, are you kidding me? Warum bin ich jetzt hinter... Oh mein Gott. Na ja gut, das hätte ich mir sparen können, weil ich stand da sowieso direkt vor dem NPC, aber trotzdem. Ich wollte es ausprobieren. Oh, when a character above level 10 dies, the character loses a certain XP and Zen. Oh Mist, das war nicht das, was ich wollte. Ey! Also bis ich Level 14 bin, kann ich jetzt quasi die Quests so oft machen, wie ich will. Oh, I haven't introduced myself yet. My name is Olga. My fellow comrades from the Shadow Phantom Guardians and I serve Erin Gustav, the Queen of Noria. Yes. We have been waiting for a hero like you to arrive and put a stop to the chaos. Oh, Moment mal. Habe ich den ersten Teil vorher nicht gelesen? Kann man es neu vor? We aren't difficult to find. Simply look for and talk to the Shadow Phantom Soldier in any of the towns. Okay.
Well done, here's your reward. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber danke. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht draufklicken kann. Das triggert mich richtig, weil da steht Click here und ich kann hier aber nicht klicken. Was ist denn das? Warp to Shadow. Guck mal, ob ich das irgendwo finde. Get Reward. Hunt Lorentia Spider. Wow, es ist. Es kommt mir fast so vor, als wäre es die gleiche Quest, die wir vorhin schon 5-mal abgeschlossen haben. Und hey, wisst ihr was? Ich glaube, ich liege falsch. Das ist nicht die gleiche Quest. Gut, das wissen die nicht, dass ich die Quest jetzt 2-mal abgeschlossen habe. Aber die heißen ja sogar Lorentia Spider. Aber es sind einfach die gleichen Spiders. Wo ist der Unterschied? Die heißen doch nicht mal so. Was mich am meisten triggert, ist das mit diesem Click for your reward, weil das funktioniert nicht. Ey, Hand Lorentia Bullfighter. Also du redest gar nicht groß mit NPCs, du hast einfach die Quests automatisch angenommen? Wirklich? Okay. Na, muss halt bedenken, ist auch wirklich sehr alt, das Spiel. Also kann man jetzt nicht auf heutige Standards anwenden, ist sowieso das falsche Wort, aber kann man heutige Standards, ja, kann man damit nicht vergleichen, das macht keinen Sinn. An der Map wäre halt echt geil. Ich probiere jetzt mal noch die anderen Tasten aus. Das war dieses dämliche Interface mit den anderen Spielern. Ich fühle mich auch so krank overpowered. Ich one-hitte halt legit alles. Mu-U-U-N Inventory. Oh, ich glaube, ich habe die Maps ge... Oh mein Gott, das ist der Cash-Shop, lol. Oh mein Gott, ich will raus hier. Alter, sieht der hässlich aus. Den müssen wir uns gleich nochmal angucken. Oh, Giant. Ich habe Giant gelesen. Na, warte mal. Wir haben 15 Stat-Punkte. Ballern wir mal 10 in Stärke. Oh, wenigstens das geht ziemlich smooth. Der Cursor erinnert mich, by the way, ein bisschen an Siedler, oder? So. Go. Also V ist aus irgendeinem Grund auch das Inventory. Also das Inventory ist auf I und auf V aus irgendeinem Grund. Ja, und das war's. Also was auch immer der Button... Oh, Tab ist es. Oh, mit dem letzten Versuch noch geklappt. Automove complete. But here is no Lorentia Giant. Oh oh. Wow, der sah stark aus. Ah, hier. Alter. Okay. I mean, I guess. Oh mein Gott. Okay, Äpfelhain 50 HP anscheinend. 51. Stirb. Okay, ja, Fertigkeiten wären mal geil. Knackige Äpfel, ja, Mann. Alright, schnellen Abgang machen, die sind echt stark. Yeah! Warp to Lorentia Equipment Merchant. So, auf der Map kann man gar nichts machen. Nee, okay. Also die Map ist immer nur so ein kleiner Teil von dir anscheinend. Von deiner Umgebung, meine ich. Zumindest
Wüsste ich nicht, wie man. Nee, weil sobald du irgendwas anklickst, movest du immer, also das bringt nichts. Wobei mit rechten Mausklick vielleicht. Nee, geht auch nicht. Rauszoomen geht auch nicht, also in der Map selbst. Nope. Reinzoomen meine ich. Rein, rauszoomen, beides. Geht nicht. Puh. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das ist ein bisschen anders, als ich es erwartet habe. Okay. Collect Lorentzia Apple 5. Okay. Auto Move Complete. Hier soll ich jetzt Äpfel finden, oder what? Ich weiß nicht, was ist das, ein X im Term im Sinne von, oh, da kannst du nicht hin, das kannst du nicht machen, oder was bedeutet das? Ah, da sind Äpfel. Können wir die snacken? Oh mein Gott, kann man sich hier hin. Oh mein Gott, man kann sich echt hinsetzen. Wow. Das ist ja actually sogar pretty insane. Man kann sich hier mit seinen Buddies an den Tisch hocken in der Taverne. Das muss ich zugeben, das habe ich noch nicht oft gesehen in MMORPGs. Vor allem nicht, wenn sie so alt sind. Accept the Gens Quest. How do you do? I'm Gregory the Gens Dupria and Steward. What is your business with our Gens? Gens Ranking Reward? You have not joined the Gens. Okay. Ja, es gibt einem wirklich wenig, was man so machen kann. Safety Guardian. Ah, Storage Room. Was habe ich eigentlich bekommen? Bless of Light, Low Grade. Disappears at Characters. Oh, das ist das hier. Death Channel or Server Change. Use item to acquire 50% of your basic XP additional in a short time. Can be equipped by 30 minutes. This item can be... Oh, ja, will ich auch gar nicht. Ey. Was macht das hier? Agility available 150. Can be... Achso, das ist die Sprints. Nee, Spin Steps, glaube ich. Ich habe von Spin Sprint gelesen. Okay, I don't know. Also auf dem Channel, auf dem ich bin, war eigentlich relativ viel los. Aber trotzdem ist hier nur ein einziger Player Shop. Das ist vielleicht doch kein so gutes Zeichen. Aber stimmt nicht, mir fällt gerade noch was ein. Ich wollte mir noch den Cash-Up anschauen, ein bisschen. Mit dem schönsten Interface, das ich jemals gesehen habe. Uff. Pet Unicorn, Pet Panda, Pet Skeleton. Sieht man da gar nicht, was die Items bringen? Können Sie das gar nicht anschauen? Was sind Goblin Points? Wahrscheinlich eine Ingame-Währung. Ich muss aber zugeben, die Preise an sich sind ziemlich günstig. Ich weiß natürlich nichts über die Items an sich. Aber es gibt kaum Items, die mehr als knapp 100 oder rund 100 Coins kosten. Nur hier, und das sind 40 plus 30. Also 70, und das sind 100 für 2000. Na gut, sind es 30 Minuten Booster. Interesting. Ja, kann ich natürlich nicht viel mit anfangen. Nur mal so rein aus Interesse geschaut.
Ja, also keine Ahnung. Ich meine, uns bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als einfach diese Quests weiterzumachen, bis wir die Stunde Spielzeit voll haben. Ich finde jetzt schon ein bisschen krass. Also ich meine, klar, das Game ist ultra alt. Aber das heißt im Endeffekt auch, dass es sich seitdem nicht mehr weiterentwickelt hat. Groß. Sonst hätte man es für Einsteiger wahrscheinlich ein bisschen anders gestaltet. Weil du weißt ja nicht mehr, wie die Steuerung funktioniert. Also ich meine, das ist schon Hardcore. Das machen wirklich nur sehr wenige Spiele, dass sie dich ins Game schmeißen und dir nicht mehr verraten, wie du steuerst. Ich meine, dass es keine fette Story-Introduction gibt oder allgemein einfach nicht viel. Okay, kann man noch irgendwie nachvollziehen. Oder was heißt nachvollziehen, aber kann man noch mit leben. Aber nicht mal die Steuerung erklärt zu bekommen, ist schon ein bisschen heavy, weil, man, woher soll es das denn wissen? Woher soll man wissen, wie man den Charakter steuert oder wie man angreift, wie man kämpft, wie man skillt und so? Auch wenn es oft natürlich relativ ersichtlich ist. Oben sind natürlich noch kleine Tipps hier, aber wenn da nicht gerade das Richtige dabei steht, hilft es ja auch nicht viel. Kannst du nicht den ganzen Tag warten, bis da mal die richtige Nachricht erscheint, die dir in deinem Problem weiterhilft oder so. Oh, no, 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 ich habe einen Apple gedroppt, oh mein Gott. Gar nicht gesehen. Das hat sich böse angehört. Schon wieder. Ah, das sind die Bullen. Das sind die Bullen. Ich denke die ganze Zeit, dieser schwarze Kreis da ist mein Button oder ist das Ding über meinen Namen. Ich habe keine Ahnung, wofür es steht. Droppen die überhaupt noch Äpfel? Ich habe keine Ahnung. Ja, und was mit den Skills auf sich hat, ist auch eine gute Frage, ne? It is activated when a skill in the Pentagram shares the same element. Oh, Elemental Imprint ist es nur. Oh mein Gott, ich habe den Play Guide gefunden. Oh, okay. Nevermind, ich habe den G Game Guide gefunden auf F1. Allgemeine Hilfetaste. Okay, ja gut, ich würde trotzdem noch gerne die fünf Dingenskirchen sammeln. Ah, Apple, 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 Apple. Yeah, Buddy. Hand Lorenzia Bullfighter Captain. Wow. Okay, dann stellen wir uns mal ein bisschen an den Rand. Game Guide. Boah. Oh, my controls. Chat ist auf F2. Whisper, Command Window, das habe ich schon gefunden. Link Facebook, what the fuck? Wait, J? Was passiert auf J? Elomeo. Auf der Taste passiert gar nichts, okay. Link Facebook. Menu Option, Change Chat Mode. Capture Screen, okay. Information Quest, Menu, Personal Shop, Friend List, Guild, Warp Command Window. Okay. Play. Q ist Health Potion. W ist Mana Potion. E ist Detoxifying Potion. Also ein Gegengift. Open Minimap ist Tab, habe ich schon gefunden. Character Information, EV und Inventory, yes. Master Skill Tree of A. Of A? Of A? Okay. Ich habe es noch nicht so oft benutzt, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es auf A ist, aber gut. Oh, Spacebar ist Items aufheben, das ist noch nützlich zu wissen. Open Additional. Ah, Vault. Lol. Da steht einfach Valut, da ist einfach ein Buchstabendreher drin. One per Open Personal Store, Repair Items with Open Inventory. L. Fixed Character in one spot. Also die neuen Tasten A, Spacebar zum Items aufheben und Items reparieren mit L, wenn man das Inventory voll hat. Offen hat.
Ah, okay, es ist eh da oben. Ah. Aber A? Also auf A passiert einfach gar nichts. Ups, jetzt habe ich auch so den Apfel gegessen. Also auf U sind die Skills. Was war das andere nochmal? Spacebar, ne? Das war das einzig Nützliche noch. Ja. Okay, gut, so viel weitergeholfen hat das jetzt auch nicht unbedingt. Oh, ein Apple. Apple, Apple, Apple. Apple, Apple, Apple. Machen wir noch die nächste Quest und schauen uns noch was an bei der Hilfe. Ja, aber allein bis du das mal gefunden hast, ist halt auch schon ein bisschen ärgerlich, ne? Oh. Don't follow me. Gehen Sie weg, Sir. Gehen Sie weg. Mind your own business, Sir. Zum Teufel sind diese Bull Captains? What the hell? Hallo? What the hell? Wie weit sind die bitte weg? Hier. Nee, was ist das denn? Ein Hunter. Ein Hound. Lol, der war gewonnen. Giant. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass da noch welche kommen. Oh, doch, hier, Elite Bullfighter. Oh, Moment mal, oh, das sind ja gar nicht die richtigen. Das sind, ah, doch, das sind die richtigen. Aber da steht Elite Bullfighter Captain, aber das ist offensichtlich nicht richtig. Schon die zweite Quest, wo das, glaube ich, was man machen muss, nicht mit dem übereinstimmt, was man liest. Nicht zu 100%. Was eigentlich eher traurig ist. Ich meine, klar, es wurde vielleicht auf die Dauer des Spiels bezogen ein paar Mal geändert und vielleicht noch jetzt auch einfach keinen. Aber naja, ich meine, die heißen halt nicht Elite Bull oder Bullfighter Captain heißen die. Und die heißen aber Elite Bullfighter. Also ich meine, das ist ja einfach nicht richtig, oder? Bin ich zu pingelig? Maybe. Okay, wir haben Boots gedroppt und wir haben einen Necklace gedroppt. Ne, das sind Pants, lol. Das sind Leather Gloves, lol. Ich dachte, das ist eine Necklace. Aber wenn man näher ranzoomen würde, wären es wahrscheinlich Handschuhe. Ja gut, okay, das war die Quest, oder? Ist halt ein bisschen schade, dass man gar nichts, gar keine Lore und so. Warte mal. Wait a second, das... No way. Das sind die Quests, die du bis Level 50 machst? Das ist alles? Okay. Wow. Also ich meine, gut, es gibt hier noch die Quests, aber erstens ist das alles leer und zweitens, na gut, Class Upgrade Quests, das wird jetzt nichts Gigantisches wahrscheinlich sein. Wow, wenn das nicht mehr wert wird, ist das ja krank wenig. Du bist da so schnell durch. Gehen wir zu dem Hound. Das waren, glaube ich, die, die ich schon gekillt habe, das stimmt wieder der Name nicht. Die heißen nämlich nur Hound. Ohne irgendeinen Zusatz, die meisten zumindest. Ah. Na. Das sind doch Pants. I like Pants. I like big Pants and I cannot lie. Schon ein bisschen stumpf. Also ein bisschen sehr stumpf. Fairerweise muss man aber sagen, bei Flyfest tatsächlich genau das gleiche. Wenn man Flyf anfängt, du stehst mitten in der Stadt, kein NPC redet sofort mit dir, du kriegst keine Introduction über das Game oder über die Story oder über irgendwas und sollst einfach spielen.
Natürlich kannst du mit ein paar NPCs reden. Kann man hier ja auch. Und die beantworten auch Fragen. Aber wirklich was bringen tut das irgendwie nicht. In der heutigen Zeit wirst du mit so einem Game wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Einziger Unterschied ist, wenn es halt irgendeine Besonderheit ist, die es nur ja, kurzzeitig gibt. Wir müssen noch gehen. 4. Hey. Oh, war das ein goldenes Item? Also dieses Auto aufheben funktioniert irgendwie auch nicht so gut. Ich muss mal teilweise 5-mal Leertaste hämmern, bis der mal aufhebt. Die Items spawnen noch sehr versetzt zu dem Monster tot. Ja, what the hell? Du bist ja schon 2 Meilen weitergelaufen, bevor da mal der Drop kommt. Extra lange stehen bleiben. Dann sind wir noch nicht abgeschlossen. Einer fehlt noch. Den haben wir mal gehen. Easy. Oh. Nochmal Level up. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal in die Hilfe. Oh Mann. Ja, aber ich meine, das macht jetzt ja auch keinen großen Sinn, als noch die ganze Zeit nur Monster zu starten. So können wir uns wenigstens noch ein bisschen was vom Spiel anschauen. Map Travel. You can open the travel window by pressing the M key. You can travel only if you meet the required level and have enough Zen. Ah, es kostet Geld, okay. Move by clicking the map you wish to move to. Okay. Class change at level 150. You can receive class change quest from NPC. Oh. Second Class Change. Da gibt es sogar einen Blade Knight. At level 220. Und Third Class Change. At level 380. Wow. Das ist ganz schön viel. Okay. Das ist ganz schön viel. Dann gehen wir mal zurück. Wings and Cloaks, First Tier Wings. Okay. Damn. Sehen aber nice aus, muss ich sagen. Die sehen nice aus. Sind wie die transzendenden Flügel von Yu-Gi-Oh! Ah. Equipped at level 180 or higher. Higher, 220 or higher und 30 ist wahrscheinlich 290. Oh. Tier 2.5, Entschuldigung. Okay, 30 finde ich aber nicht mal am geilsten, TBH. Der erste ist cool. Aber finde ich ehrlich gesagt die hier cooler, die 2.5er. Okay. Mounts vielleicht noch, a mount. An mountable item that characters can ride. Gives movement speed and other options. Can be equipped from the inventory. Okay, also kann man einfach nur reiten mit. Fruits? You can add and return stats via fruits. Fruits can be created via goblin combination. Fruits can be only used once you have an unequipped all. You have unequipped all items, so. Success rate differs depending on the 3 stat points. Skill. Learning skills. Skills can be obtained via weapons, scrolls or orbs. You can buy skills from NPC from each village. Some skills can only be obtained from hunting monsters. Equipping skills. Obtained skills can be equipped by putting your mouse over the skill icon and pressing CTRL plus number. Hotkeys can be equipped to keys 0 to 9.
Hotkeys can be equipped? What? Use the equipped skill by pressing the hotkey and right-clicking. Okay, hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ich hätte halt gern zumindest ein Skill. Die Frage ist, wie finden wir den NPC, der einem Skills beibringt? Was muss man eigentlich töten? Skeleton Warrior, die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, Moment mal, wo bin ich denn? Lol, wo bin ich denn? Ich bin ja komplett lost. Oh, was ist das? Lich? Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, warum die Leiste unten immer so voll ist, obwohl man nur 600 von 4000 XP hat. Seht ihr das? Easy. Das waren sogar die richtigen, das Skeleton, was ich da gerade gekillt habe. Ja, ich würde eigentlich echt gerne ein Skill lernen. Jetzt gucken wir doch mal. Hanzo the Blacksmith. Oh oh. Julia Warehouse. Na gut, dann sind die Skelette ja gar nicht weit weg von der Stadt. Ich muss einfach nur nach oben links. Boss schon so. Ich sehe nur noch nicht, bei wem man einen Skill lernen würde. Bei welchem NPC? Bei dem vielleicht? Naja. Du nicht zufällig, oder? Oh! I am the Guardian Knight Sent, one of the 12 priests serving Lugard. Priest Divine has asked me a favor. That is to share my power with the heroes who master the power of blessing. Are you the one Devin mentioned? Yes. So you are, but my power may corrupt the person who has it. Thus, I would like to see if you are worthy of this power. There are townsfolk nearby, and it's not a suitable place to test your potential. Let us go to the area of eligibility. I have prepared for this. Would this be okay for you? With you? Yes, I'm ready. Please send me over. Yeah. You must be level 750 or higher to enter the test area. Okay, ich dachte, Level 380 ist hoch. Es geht bis über Level 750. Wow. Oder mindestens 750. Okay. Was hatte der nochmal im Angebot? Das war nur was mit den Gens. Ha. Huh. Also sieht schlecht aus für den Typen, der mir irgendeinen Skill beibringt. Das ist noch ein Lagerhaus, really? Und wir sind zwei Warehouses. Wandering Merchant, Shadow Phantom Soldier, Fellow Phantom Soldier. Könnte ich jetzt mal zu dem hier gucken? Und nochmal zu dem da oben. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber wir haben noch keine Rüstung tatsächlich. Can be equipped by Dark Wizard and Magic Gladiator, never mind. Was bin ich nochmal? Ich bin Dark Barrier, ne? Ne, Dark Knight bin ich. Gut, ich glaube, ich bin auf einem falschen Typen. Da muss ich wahrscheinlich zum Blacksmith gucken für Ausrüstung für mich. Yeah. Habe ich vorher nicht mit dem geredet. Ich habe so oder so nicht genug Strange.
Aber vielleicht. Oh! Reicht aber trotzdem nicht. Reicht nicht. 64 haben wir. Aber dafür ein paar Items reicht sogar. Was haben wir denn für 1 bis 6 Attack Speed 20? Ja. Oh. Kaufen wir das doch mal. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man es verkauft. Wie man was kauft. Rechtsklick und Linksklick funktioniert nicht. Oh doch, ich habe ihn schon gekauft. Never mind, ich habe ihn schon gekauft. Lol. Das geht jetzt aus welchem Grund nicht? Ah, nee. Jetzt. Was für eine schwere Geburt, ey. Der ist sogar plus 2. Wieso ist der denn plus 2? Okay. Was ist das hier? Die Rüstung? Haben wir die. Können wir die ausrüsten? Nein. Dann habe ich die aufgekauft. Oh Gott. Okay. Fette Missklicks auf jeden Fall. Oh boy. Ja, aber das heißt, keine Skills von mir oder was? Kein einziges Skill ausprobieren. Wir können auch mal mit Lesnar sprechen. Sir Lesnar. Aber das wäre dann wirklich mein letzter Standpunkt. Ups. Hey, hey, hey. Ask about Arca War, War, War. Arca War Exchange. Check status of Sing of the Lord. Hier wird natürlich auch nichts angezeigt, ne? Tja, dann müssen wir es heute mal ein bisschen eher beenden. Das ist nicht ganz eine Stunde. Aber ich bin mit meinem Latein am Ende. so miserably habe ich noch nie gefailt in einem Game, glaube ich. Aber man muss auch ganz klar sagen, was passiert eigentlich, wenn man hier drauf klickt? Das geht auch nicht, ne? Ach, das ist. Also ich weiß nicht, es. Entweder bin ich echt zu blöd, aber es gibt halt hier so viele Buttons und Menüs. Wo du einfach nichts machen kannst. Aber offensichtlich, meine Maus funktioniert ja offensichtlich. Also man kann nur mit der Maus laufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Manche Sachen wollen die mir einfach nicht zeigen oder es geht einfach nicht. Aber auch hier bei Event, also ich meine, der ist ja extra ein Pfeil nach unten. Selbst auf dem Help-Ding es passiert halt einfach nichts. Und das ist halt so ein. Ja, das Spiel ist alt, aber ich meine, deswegen kann er nicht einfach die Hälfte der Buttons nicht funktionieren. Das kann ich auch den Channel nicht mehr ändern. Das könnte tatsächlich ein Bug sein, was er ja vorhin auch gemacht. Zu Beginn. Komischerweise geht es jetzt nicht mehr. Warte mal, vielleicht, weil ich nicht in der Stadt bin. Das könnte sein. Nope. Geht immer noch nicht. Ja, keine Ahnung. Es ist ein sehr altes Spiel. An für sich gar nicht so bad. Also ich finde vor allem grafisch ist es für 2001 eigentlich echt noch ganz gut. Vom Aufbau her erinnert es halt eher an sowas wie Diablo. Vom Aufbau her, nicht vom direkten Game. Aber auch Steuerung und so weiter und so fort ist auf jeden Fall nicht typisch. Genau, für mehr hätte man es weiter spielen müssen als bis Level 10. Ich bin sogar Level 10 gekommen von 750 plus. Ja, aber wie gesagt, das ist auch so, was willst du hier groß zu sagen. Ich meine, größte Schwierigkeiten sind auf jeden Fall, wenn du es heute noch anfangen willst, noch nie gespielt hast. Aber das ist bei vielen Spielen so, die halt uralt sind und einfach auch für Anfänger gar nicht mehr optimiert werden. Du kennst dich halt nicht aus. Also du brauchst halt irgendjemanden, der dir sagt, okay, am Anfang musst du das und das machen und das und das und das und das. Und der dich so langsam hinführt.
Weil das Spiel selbst macht's vielleicht schon noch. Aber ich meine, wie viele Quests habe ich gemacht? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Quests. Gut, das war jetzt natürlich nicht viel, weil ich ein bisschen auch Probleme hatte, überhaupt die Quests wiederzufinden und so. Aber selbst hier, oder hier, selbst wenn wir weit über 10, 15 Quests gemacht hätten, und da, hier musste ich schon Level 20 erstmal erreichen, sonst kann ich gar nicht weiter questen. Reach Level 20, Required Level 17. ja, ich meine, was lernst du denn dabei? Also ich meine, wenn du einfach nur stumpf die Monster tötest, ich meine, klar, okay, das wird zwangsläufig in dem Spiel auch ähnlich sein wie in den meisten MMOs, dass du halt nur mal viele Monster töten musst, um irgendwas zu machen, aber dagegen sage ich ja gar nichts, aber du lernst halt wirklich gar nichts. Du musst halt selber in diese Hilfe gucken und dir alles selber durchlesen und beibringen, aber es gibt halt gar keine Hinführung. Und das ist schon etwas blöd. Meiner Meinung nach. Aber gut, das war Mu Online aus dem Jahr 2001. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich trotzdem über Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Hat mir jetzt nicht umgehauen. Und ich denke mal, Leute, die es noch nie gespielt haben, werden hieran auch keine besondere Freude empfinden. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.